Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Oh, und es scheint zu funktionieren. Es hat nämlich gerade nichts funktioniert. Und zwar zum sehr, sehr alten schon Space Shuttle Mission Simulator. Ich finde ein sehr schönes Spiel. Und es geht hier gerade um die Landung. So, ich muss ganz kurz hier was machen. Unten stehen immer die Anweisungen. Und ich muss währenddessen hier den Flugpfad einhalten. Die Landung wird auf dem Kennedy Space Center sein. Hier Außenansicht. Hier unten die sieht man schon die Piste. Upsila. Ich bin zu hoch. Ich hatte jetzt einfach mal Lust, das hier aufzunehmen. Ich habe den Simulator erst letztens wieder ausgepackt. Und ich hoffe, er hält durch und stürzt nicht ab. Und wieso flackert denn das jetzt hier so arg? Holy shit. Naja. Muss ich nachher mal gucken. So. Wir sind auf Kurs. Und segeln Richtung Bahn. Hier unten. Wie ich finde, ein sehr schön gemachtes Spiel. Alles klar. Schön gemacht. Sieht auch sehr schön aus für sein Alter. Abgesehen von diesem Rumgeruckle jetzt. Aber das war vorhin nur nicht. Den Realismusgrad kann ich leider nicht ganz abschätzen. Ich bin kein Space Shuttle Pilot. Aber es ist schon sehr komplex, also man muss sehr viele Schalter bedienen, man bekommt zwar gesagt, welche und so weiter, aber es ist schon sehr komplex, aber das finde ich cool. Es gibt dort ganz viele Missionen, die man machen kann, von leicht bis schwer. Beginnend vom Countdown, ich glaube 1,5 Stunden. Man hat natürlich einen Zeitraffer für die Zeit, wo nichts passiert, aber so, jetzt überlege ich gerade mal. Meine Rechts- oder Linkskurve? Eine Linkskurve. Das heißt, wir kommen von Norden rein. Ich finde das immer faszinierend, wenn man diesen Simulator mal gespielt hat, wie alles vorberechnet ist, damit alles so abläuft, wie es ablaufen soll. Ist natürlich richtig so, aber finde ich immer wieder faszinierend, wie viele einprogrammierte Flugphasen es gibt. Genau, wir fliegen mit dem Space Shuttle Atlantis. Das Wasser sieht cool aus. Also je höher man kommt, umso, holy shit, umso merkwürdiger sieht die Landschaft aus, aber hier die. Nein! Please! No. Wieso tappt der denn jetzt raus? Oh. Ja, geschafft reinzutappen. Hat zum Glück pausiert. Hat sich mein Handy kurz abgestöpselt. Ui. Weiter geht's mit der Linkskurve. Upsi. Wie gesagt, das sieht, finde ich, sehr, sehr schön aus. Das Shuttle. Upsi. Die Geräuschkulisse, die Musik habe ich ausgemacht, die war doch sehr störend. Aber damit kann man, denke ich, arbeiten. Ich glaube, das liegt an der Bitrate, die ich eingestellt habe, dass es hier so rumruckelt. So, 20.000 Fuß, glaube ich. Wie schnell sind wir denn? 200 Knoten.
Copy that. Audit the 90. Ah, die restliche Szenerie ist sehr, sehr verwaschen, aber die Umgebung hier von der Startrampe und der Landebahn, die ist cool gemacht. Und es gibt auch noch die Landemöglichkeit in anderen Missionen auf der Edwards Air Force Base auf einem Salzsee. Ich fand jetzt mal für das Video den Kennedy Space Center, den Heimatflughafen, ganz passend. Ich hoffe, jetzt funktioniert das Fahrwerk. Vorhin hat das nämlich nicht funktioniert. Das gab dann einen schönen Absturz. So, fast ausgerichtet. Jetzt springt gleich der Flugpfad ein bisschen. Ups. Jetzt wird es kurz schwierig, den Pfad zu bekommen. Komm. Uiuiui. Okay, das sieht gut aus. Was sagt die Außenansicht? Oh, schön. Oh, shit. Da hinten sind die Startrampen am Wasser. Okay. So, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir das Fahrwerk armen. Ich bleibe jetzt mal kurz in dieser Sicht, weil ich hier gleich weitermachen muss. Oh ja, stimmt. Oh, shit. Viel zu schnell. So, Fahrwerk, möchtest du bitte rauskommen? Dankeschön. Oh, shit. Oh, Touchdown. So, wir brauchen den Bremsschirm. Da ist er, der Bremsschirm. Schön. So, los geht's. Bremsen wir noch ein bisschen links. Bremse. Sieht schon cool aus. Ja, mit den Häusern. So, wir werfen den Schirm ab. Und bremsen manuell. Das sieht schon cool aus, ne? Und da stehen wir. Gute Arbeit. Das war eine schöne Landung. Yay. Wunderschön. Die alte Kindheitsfaszination Space Shuttle. So, das waren jetzt 8 Minuten Landung. Ich gehe ins Hauptmenü. Oh, und da ist das Spiel gecrashed. Gut, das war's für dieses Video. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hatte jetzt einfach mal Lust, das zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.